Oh, eine Minigun. Was hat er da gerade gemacht? Was war diese Animation? Ich hab jetzt den Mund abgewischt, so. Achso. Let's get ready to Mund abwischen. Damals gab's noch kein Auto-Aim. Bin mir gar nicht sicher, was hier der Endboss war. Ich weiß echt davon gar nichts mehr, aber ich spring von Level zu Level zu Level. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Schön, dass du da. Dankeschön. Und jetzt? Ich glaube, du musst weiterlaufen, dann kommen dann da Respawns. Ja, ich wollte sie schon mal ausrichten. Was tust du? Sehr gut. Ich weiß nicht, ob das so. Also wenn du auch wieder too einer. Bad. Schön, wäre auch zu einfach. Oder? Mhm. Ja. Ich glaube, da kommen die Minen auch wieder, war das so? Die sprechen wie in Valiant Hearts, Deutsch. Sehr gut. Ich habe immer das Gefühl, dass alle in ihrer Landessprache sprechen, außer die Deutschen. Weil die machen irgendwie so, dann Scheiße, Wurst, habe ich ein paar Mal verstanden. Wurst? Aber... Hey, guck mal, jetzt ist sie doch wieder anders gedreht. Oh, invertiert. Sicher, auch. Dass da jetzt was kommt? Ja. Oh ja. Ich glaube, sie verspritzen aber auch schön, oder? Ah, das ist aber enttäuschend. Ich schon gedacht, dass sie treffen wurde wahrscheinlich. Du feuerst blaue Laser. Die prallen sogar ab. Echt? Ja, tatsächlich. Ja, das haben sie gerade schon, als du auf die Kiste geschossen hast, wo du dachtest, warum das so hell ist. Ja. Das ist sehr unspektakulär, wie sie sterben. Da habe ich mir ein bisschen mehr Gewalt erhofft. Aber Story of my life, really. Kommst du von einer Seite? Oh ja. Schön, dass mir das, wie man sagt. Ich glaube, es gibt drei Seiten. Meinst du? Ich weiß ja nicht, damit schon gerade muss man nur zweimal das Ding in die Luft sprengen. Man hat nur einmal den Knopf gedrückt bei dem anderen Teddy, was ist, Eichhörnchen, was auch immer. Diese Regeln, die da ehemals festgesetzt wurden. Es sind nur zwei Wege, das kann man ja aber machen. Hier ist die zwei offensichtlich. Oh. Aber man muss auf drei. Rule of three. Kommt es von beiden Seiten, kann das sein? Relativ. Oh, nichts drin, ne? Das sieht jetzt auch nicht so ultra-intuitiv aus. Es ist relativ träge, ja. Ist das eventiert? Ja. Scheiß Spiel. Ich weiß auch nicht, ob ich schon Energie verloren habe. Robin vs. inventierte Steuerung. Willst du hier die ganz normale Energie, oder? Ja, weiß nicht. Ich war vorhin schon so ein bisschen rot manchmal. Was war der perfekte Plan? Aber gut, das passt irgendwie auch rum. Ja, ist erstaunlich, wie das dann doch sehr gealtert ist, was sowas angeht, ne? Ja. Da ist halt viel passiert. Ja. Aber auch damals, 2005, wirkte das auch noch nicht so schlecht wie jetzt. Spielerisch. Okay. Ich hab's damals gespielt und fand's toll und das hat auch gute Kritiken bekommen damals. Ja, na, weil's gutes Remake war. Also, sie haben sich ja optisch wirklich Mühe gegeben, sonst bin ich mal gespannt. Ja, ist wirklich. Ja, vor allem ja alles neu programmiert. Also, ja. Ist ja nicht so, dass du hier einfach das alte. Vergesst den Multiplayer-Modus nicht, dass es einfach ein richtig geiles Battlefield-Spiel war. Im Third-Person-Modus. Geh mal raus, dann kannst du ein bisschen mehr sehen. Masterplan. Teddy. Ah, ich erinnere mich an den Endboss. Och, der war scheiße. Warte, zeig mir mal den Masterplan. Du nimmst so ein Dings und packst da ein kleines Püppchen rein. Ah, und ja, so okay. Auch. Und ich glaube ja, der kam in den Keller. Sieht wie eine Ladezeit aus. Ja. Schwarz. Oh. Jeez. Ja. That's a downer. Sonnich. Endlich was Kraste. Could you untie me? Na. Search enter and search in. It got a detector. Search it. Sura. Die Schildkröte. Hätte ich ja mal eine Sekunde früher machen können, ich Spaß. Ja.
Das war jetzt irgendwie nicht der beste. Oh! Fuck! Aber die Explosionen sehen so toll aus. Ach komm schon! Jetzt gehen plötzlich die Kisten kaputt. Einziges Spiel, das buschige Schwänze und Explosionen so schön kombinieren. Für irgendwas muss die 53 auf Conkers Helm stehen. Ja. Ein paar Vorschläge. Hm. 19. Das ist jeweils 1 mehr, 11 mehr als 42. Ich glaube, Half-Life 3 ist confirmed. Rodent. Hat sich Conkers Bad Fur Day 53 mal verkauft? Das kann sein. Ich glaube, THQ hat das damals in Deutschland vertrieben. Oh. Hey, haben wir den schon mal getroffen? Ja, kann sein. Also ich weiß noch, dass er noch kann, weil ich wusste ja nicht aus dem Spiel, oder? Das sieht so, so toll aus. I noticed that your outfit is a little bit different to the usual army regulation attire. What is it? Oh yeah, it's experiment number G7224. Kann man nicht die 7224 merken? It's an indestructible. Ist keine Schildkröte. Right. So what does that mean? Oh, it means that somebody shoots me, I don't die. Really? That's a pretty good idea. I'll get me some of them. That's the only one. They're very expensive. Anyway, stick behind me and you should be alright. I can be your Operation Squirrel Shield. What do you say? Sounds good to me. Right, which way? Eeny, meeny, miny, mo. Right, let's go. Muss ich wieder schieben? Ich glaube, er läuft nur her und legt, stellt sich einfach vor mich. Guck mal, ob ich ihn schieben kann. Ich will ihn nicht schieben. Nee, kann ich nicht. You want to push the squirrel. I don't want to push any squirrels. Ja, okay, dann mach mal weiter. Echt ein kritisches Logo. Oh. Huch. For kids. Da durch den Berg durchgeflogen. Ja, ich dachte, ich glaube, es war eine Wolke. Aber es sah gerade so aus, als würde das Flugzeug unter dem Berg durchfliegen. Ja. Oh, wow. Oh, wow. Warum? Wie soll er denn da jetzt helfen? Vielleicht droppen sie doch Napalm. Plötzlich kommt der Spec Ops Twist wegen Conker. Nose. Schieß. Ich habe einen Verdacht. Ja, welchen? Da muss ich warten, bis er... Was macht Lickklang denn irgendwo Schokolade? Also schießen bringt ja offensichtlich nichts. Einfach über die drüber springen und weiterlaufen, oder nicht? Naja, dass er vorgeht und dann läuft die Mine gegen ihn. Weil er läuft ja nicht vor. Was wollen wir jetzt ändern? Pushen? Drei Putten? Nee, kannst du ja nicht pushen. Komm. Dann komm. Nee, das wird's nicht sein. Oder bleib mal da stehen. Bleib mal in dem Loch stehen. Nee, das ist nicht. Lauf, spring einfach über die Mine drüber. Pff, okay. Guck keine Mine mehr. Kommt keine Miene, hat er gesagt. Kommt er denn jetzt oder was? Na, einfach lauf halt weiter. Also der wird schon kommen, wenn er kommen soll. Wie jetzt? Du kommst nur, wenn ich die Waffe gezogen habe. Ah, that's warum nee, kommst du denn? It. Hä? Keine Ahnung. Einfach weiterlaufen. Ja, lief eben super. Anscheinend ist er da ja nicht wichtig. Ich bin ja gleich tot. Kommt doch gleich noch eine Bombe. Arschloch. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem er gegen die Bombe hilft. Naja, doch, wenn er sich davor sitzt. Oh. Siehst du? Nee, das hat ja nichts mit ihm zu tun. Er hat den moralischen Support gegeben. Aber jetzt. Ah, nein, ja, nicht aber ich sollte vielleicht. Ja, nicht so ganz nah rangehen. Okay. Also doch so gedacht. Er hat sogar eine Zielmarke auf seinem Rücken gemalt. Eine Zielscheibe nennt man das bei uns auch. Oh. Reflexe wie eine Katze. So alles Feuer. Landen und dann erst danach explodieren. Das ist ja gut, damit man es auch voraussehen kann, ne? War ja not going forward. Ich hatte gerade so ein komisches Geräusch gehört. Clear, hörst du? Das ist deine Scheibe. Ja, warum? Weiß einfach so? Harter Regen. Zurück.
wie scheiße das aussieht. Ich hab's, ja. Klonk, klonk. So, oh, Kühlscheibe ist auch wieder heile. Nee, passt. Warte nochmal kurz auf den Typen. Kommt der? Ja. Das ist jetzt ein bisschen problematisch. Wupp! Was macht der da? Ja, kommt eine Mine. Kam da eine? Ja. Ich glaube, die war ein bisschen zu weit weg. Ich glaube, irgendwas ist hier kaputt gegangen. Irgendwas ist nicht so, wie es sein soll. Weil auch die Scheibe die ganze Zeit kaputt geht. Springen! Och, bitte! Wollen wir vielleicht woanders weitermachen? Ja, ich bin auch dafür. Ja, meinetwegen. Okay.